Ein Autofahrer in Taiwan hält den Moment des Absturzes mit seiner Dashcam fest. Das Flugzeug vom Typ ATR 72-600 streift eine Hochbrücke in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh und stürzt anschließend in den Keelung-Fluss. Es verfehlt das Auto nur knapp. Mehrere Menschen sollen bei dem Unglück ums Leben gekommen sein, die genaue Zahl ist noch unklar. Rettungskräfte rückten an und konnten laut taiwanesischen Medienberichten einen großen Teil der 58 Passagiere aus dem Wasser retten. Der Flug GE235 der taiwanesischen Fluggesellschaft TransAsia war auf dem Weg von Taipeh zu der Insel Kinmen vor dem chinesischen Festland. Wieso das Flugzeug vom Kurs abkam, ist nicht bekannt. Die in Frankreich gefertigte Turboprop-Maschine war ersten Berichten zufolge gerade mal 10 Monate alt. Wow.